loslegen. Liebe Freundinnen und Freunde, was verbindet eine Schreibmaschine mit einem Wäschetrockner? Lieber Jens Bitzka, den Anfang, was jetzt kommt, habe ich nicht bei dir abgeschrieben, aber es zeigt, dass manche Regionen ähnlich ticken. Ich komme auch aus einer Region, die über 120 Jahre lang vom Bergbau geprägt war. Das Lugau-Elsenser Steinkohlenrevier sorgte für eine florierende Wirtschaft, für den Zuzug vieler Arbeitskräfte, für den Neubau vieler großer Häuser. In den Hochzeiten vor 100 Jahren hatte Elsens mehr als doppelt so viele Einwohner wie heute. Ich kenne noch die großen Fördertürme, die das Landschaftsbild prägten. Doch 1971 war damit Schluss. Statt weiter Steinkohle zu fördern, wurden kurze Zeit später die berühmten DDR-Schreibmaschinen sowie Wäschetrockner und andere der sogenannten Konsumgüter produziert. Und das ging. Es gab dazu eine deutliche politische Entscheidung, die selbstverständlich auch wirtschaftlich begründet war. Vom einstigen Bergbau zeugen mittlerweile nur noch diverse Lehrpfade und das durchaus sehenswerte Bergbaumuseum. Diese Erfahrung zeigt mir immer wieder, dass der Kohlebergbau nichts ist, was mit einer Ewigkeitsgarantie versehen ist. Es braucht nur die richtigen politischen Erkenntnisse und Entscheidungen. Diese Erkenntnisse haben wir schon lange. Es wird Zeit, dass wir davon noch etwas in praktische Politik umsetzen können. Wann, wenn nicht jetzt? Bisher war es so, wir mussten uns im Erzgebirge bei Wahlen die gleiche Frage wie vor dem Milchregal stellen. 1,5 oder 3,5%. Vielmehr war es selten. Wenn es allerdings um die Zahl der Aktivitäten ginge, haben wir wohl längst die absolute Mehrheit. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das ist vor allen Dingen Ulrike Kall zu verdanken und unserer Überschrift »Die Heimat ist grün«. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen nicht nur für eine bessere Politik streiten, sondern dafür, dass überhaupt mal Politik gemacht wird. Viele Bürgermeister sind nach wie vor der Meinung, dass sie mit Politik nichts zu tun haben, dass sie ja nur das Beste für ihren Ort wollen. Und die Staatsregierung hat immer wieder den Eindruck vermittelt, dass sich die Bevölkerung nun wirklich nicht um Politik kümmern müsse. Dass dieses Konzept nicht aufgeht, zeigte sich in den letzten Jahren aber immer deutlicher. Es kann doch nicht sein, dass eine Partei so tut, als würde ihr das Land gehören und das mittlerweile immer wieder zu hören ist, das ist ja wie früher in der DDR. Die Arroganz der Macht haben wir zur Genüge gespürt. Es reicht. Ein hochrangiger CDU-Politiker hatte mir einmal gesagt, wir haben es doch gar nicht nötig, darüber nachzudenken, mit euch zusammenzuarbeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte nicht, dass wir uns über mögliche Koalitionen streiten müssen. Ich möchte, dass die anderen Parteien ernsthaft überlegen müssen, was sie bei sich ändern müssen, damit sie mit uns koalieren dürfen. Ich war vor kurzem als Vertreter des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen bei der CDU-Landtagsfraktion. Wir haben über ein neues, faires Vergabegesetz gesprochen, über Menschenrechte, Kinderarbeit, Zwangsarbeit und die entsprechende Verantwortung des Freistaats. Das heißt, ich habe darüber gesprochen, über soziale und ökologische Kriterien. Als schlagendes Gegenargument, Achtung, jetzt kommen wir zum Mitschreiben, als schlagendes Gegenargument wurde mir erwidert, dass sich doch auf Baustellen ganz schlecht eine Frauenquote durchsetzen ließe. Ich sage euch, wenn auf einer solchen Basis Koalitionsgespräche geführt werden müssen, dann wünsche ich schon mal viel Spaß. Doch zugegeben, die Alternativen sehen nicht viel besser aus. Wir haben es mit einer SPD zu tun, die offenkundig mit sich selbst Probleme hat und die nicht nur anschaulich vor ihrem Wirtschaftsministerium den einheimischen Energieträger Braunkohle preist. Ihr wisst alle, wie teuer es ist, immer Wind und Sonne importieren zu müssen. Und wir sehen auf der anderen Seite eine Linke, die mancherorts Probleme hat, zu verstehen, was ihre Aufgabe als größte Oppositionspartei ist, die aber auch manchmal keine Probleme damit hat, einen freundlichen Umgang mit Nazis zu pflegen. Aber es hilft ja nicht. Eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien ist selbstverständlich immer nötig, ist aber auch personenabhängig.
Wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsfähige Antworten zu geben. Ein alter grüner Wahlslogan hieß, weil es immer um Menschen geht. Das können wir und müssen wir den Menschen in Sachsen vermitteln. Es geht aber auch um globale Interessen, um gefährdete Lebensräume, um existenzielle Bedrohungen. Und es geht darum, unseren Mitmenschen nahezubringen, dass sie das etwas angeht, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden müssen, so wie wir das tun. Politische Bildung ist angesagt auf vielen Ebenen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben diesem Land, diesem Freistaat eine Menge Ideen anzubieten. Für eine lebenswerte Zukunft, für ein funktionierendes Gemeinwesen und für eine glaubwürdige Politik, die niemanden ausschließt. Ich möchte keine Klientelpolitik betreiben, sondern alle im Blick behalten. Den Kohlekumpel wie die alleinerziehende Mutter, den ALG-II-Empfänger und die Asylbewerberin, die Kulturschaffenden wie die Landwirte, die Studentin wie den Rentner und auch die Mopsfledermaus. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin in diesem Jahr 25 Jahre lang Parteimitglied. Und ich bin es aus Überzeugung, weil wir die wahre Alternative für dieses Land sind. Navid Kamani sagt in seiner Dankesrede für den Dönhoff-Preis einen Satz, der meine Motivation gut beschreibt und den ich zitieren möchte. Wenn Politik nicht vom Willen beseelt ist, den eigenen Kindern und Enkeln eine bessere Welt zu hinterlassen, dann wird sie richtungslos. Nur die Aussicht auf Veränderung erzeugt Begeisterung, niemals der Status quo. Wir können diesen Freistaat verändern und wir werden ihn verändern. Wir schaffen das. Ich danke euch. Danke, Heiko. Fragen gab es keine. Ich schaue Anne noch mal kurz an. Gab es keine, ne? Okay. Willst du die dir dann noch zur Verfügung stehenden 3 Minuten nutzen, um noch etwas zu deinem Programm zu sagen? Ich möchte die 3 Minuten nicht nutzen. Ich möchte euch aber noch etwas erzählen, und zwar zu einem Politikfeld, mit dem ich üblicherweise nicht in Verbindung gebracht werde, nämlich Frauenpolitik. Ich arbeite jetzt in einem Team mit rund 20 Frauen und ungefähr 5 Männern. Und es sind nicht die Männer, die das Sagen haben. Und ich möchte vor allen Dingen den Männern draußen sozusagen, die jetzt zuschauen, sagen, das tut überhaupt nicht weh. Das ist ein tolles Zusammenarbeiten. Und dafür danke ich auch meinen Kolleginnen.